Die Adler können sich auf ihren Backup-Goalie verlassen. Das bestätigte sich erneut am vergangenen Wochenende. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von RNF Powerplay. Weil sich Stammtorhüter Freddy Brathwaite im Spiel gegen Straubing verletzte, wurde Felix Brückmann ins kalte Wasser geworfen und stand zwei Drittel lang zwischen den Pfosten. Zwei Tage später gegen Nürnberg bestritt er das komplette Spiel und erhielt fehlerlos. Was ja nicht unbedingt überraschend kommt. Schon zu Saisonbeginn hatte der 20-Jährige gezeigt, dass er mehr als nur eine Nummer 2 ist. Ja, Freitag war sehr überraschend. Freddy hat sich da im ersten Drittel leicht verletzt und dann habe ich einen Einsatz bekommen. Und ja, das Spiel heute, das wusste ich schon vorher, dass ich spiele, schon am Samstag. Und da kann ich mich dann gut drauf arbeiten. Ab dem zweiten Spieltag stand der ehemalige Jungadler bei 7 aufeinanderfolgenden Spielen im Tor. Der Sieger hieß 7-mal Adler Mannheim. Danach war Freddy Brathwaite wieder fit und Felix Brückmann kam nur noch sporadisch zum Einsatz. Es war ja schon vor der Saison klar, dass Freddy die Nummer 1 ist. Und ja, ich habe einfach im Training immer alles gegeben. Hatte jetzt vor den zwei Einsätzen, hatte ich da auch noch viel Zeit mit dem Torwarttrainer zum Trainieren. Und das hat mir auch geholfen und ich war dann voller Selbstvertrauen und habe dann, denke ich, ganz ordentlich gespielt. Die Gerüchteküche verkündet seit Wochen, dass seine Zeit wohl bald kommen wird. Denn die Karriere des 39-jährigen Brathwaite im Mannheimer Tor geht wohl ihrem Ende entgegen. Glaubt man den Gerüchten, so wird der Kanadier Torwarttrainer. Brückmann könnte als Nummer 1 folgen und nicht nur größtenteils im Training zeigen, was er wirklich kann. Spiel ist was anderes als Training, das ist logisch. Aber dennoch, wenn man gut trainiert, dann kann man ins Spiel optimistisch reingehen.